Ja, herzlich willkommen zum heutigen Webinar Marktausblick und Live-Trading mit Mario Lüdemann von FX Flat und CapTrader. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich heiße Sie natürlich sehr herzlich willkommen. Danke, dass Sie heute teilnehmen. Ich möchte am Anfang noch ein paar Infos Ihnen mitgeben und dann werde ich aber auch direkt an Mario übergeben und dann schauen wir uns die Charts gemeinsam an. Zunächst einmal, wer sich jetzt die Aufzeichnung sich anguckt, und die sollte dann auch demnächst online sein, wenn die Technik mitspielt und keine Benachrichtigung bekommen hat zum heutigen Webinar, Sie müssen sich neu anmelden. Das war technisch nicht anders möglich. Also wer die letzten Webinare sich angeguckt hat, muss sich trotzdem jetzt nochmal neu anmelden. Ich zeige Ihnen das nochmal. Auch für neue Interessenten, wo Sie das finden, unter Training, Webinare und Seminare. Und dann hier Marktausblick, dann für den nächsten Monat können Sie sich anmelden. Sie sind dann auch automatisch für alle Termine bis Ende des Jahres angemeldet. Ja, gut, das war eins. Die zweite Info, Sie haben sicherlich mitbekommen, einige von Ihnen, dass FX Flat demnächst Agena Trader anbieten wird. Und ich möchte Ihnen ganz kurz zeigen, dass wir da tatsächlich auch in der Testphase sind. Also hier der Agena Trader, sollten Sie jetzt sehen, die neueste, aktuellste Version und entsprechend hier die FX Flat Kurse. Ja, also wir sind da ganz motiviert am Testen. Und wer Interesse hat, in ein paar Wochen auch mal unsere Verbindung zu testen, der kann sich bei uns melden. Einfach eine E-Mail an service@fxflat.com, am besten mit dem Betreff Agena Trader Beta Tester. Und wir werden dann einige raussuchen und die haben dann die Möglichkeit schon vorab auch unsere Verbindung zu FX Flat dann testen zu können. Ja, ich werde gleich die E-Mail-Adresse noch in den Chat reinschreiben und dann, wer Interesse hat, kann sich gerne bei uns melden. Gut, von mir war es das dann fürs Erste. Ich heiße natürlich auch sehr herzlich Mario Lüdemann und bedanke mich an dieser Stelle schon mal, dass er mit uns weiterhin die Webinare macht, immer am ersten Montag des Monats. Ja, Mario, hallo von mir. Hallo Nelson und hallo in die Runde. Freue mich natürlich, dass wieder so viele mit dabei sind. Im Sommer ist ja doch meistens der ein oder andere im Urlaub, aber wir haben doch den einen oder anderen heute mit dabei und ich freue mich wieder mit dem Blick auf die Märkte. Ich hatte ja einige Wochen Urlaub gehabt und heute war der erste Handelstag auch für mich wieder. Also von daher ein ganz normales Einarbeiten auch wieder in die Charts hinein und das können wir heute natürlich super gemeinsam machen. Sehr gut. Ich habe den Bildschirm jetzt übertragen. So, müsste jetzt auch hoffentlich genau. Überall zu sehen sein. Ja, was du vorhin schon gesagt hast, wir werden diesen großen Marktausblick weiterhin jeden Montag oder jeden ersten Montag im Monat machen. Das ist dann immer der Tag, wo dann halt mein Wochenausblick entfällt, den ich sonst per Video immer so 10 Minuten gemacht habe. Dafür alternativ dann eben abends dann der Marktausblick, wo wir dann natürlich viel mehr in die Tiefe gehen können und je nach Situation nicht nur auf den großen Trends und Zeiteinheiten schauen, sondern natürlich auch mal in den Bereich Intraday hinein, haben wir das letzte Mal ja auch gemacht. Auch heute habe ich einen Trade gemacht, auch den will ich dann nochmal vorstellen, sodass wir das dann auch sukzessive immer mal Trades auf Tag, Stunde oder auch Intraday hiermit einbauen können. Was natürlich immer ganz wichtig ist, sind natürlich die wichtigsten Termine, die diese Woche anstehen. Da hatten wir heute Nachmittag den ISM Einkaufsmanager Index und dann am Mittwoch dann den Dienstleistungsindex in den USA und dann sicherlich für alle, die Rohstoffe handeln, vor allen Dingen Erdöl, dann die entsprechenden Lagerbestände. Am Donnerstag dann noch die Bekanntgabe zum Zinssatz der Bank of England und dann sicherlich der wichtigste Termin ist die Arbeitslosenquote am Freitag in den USA, weil dort erreichen wir dann ja doch häufig Volatilitätsschwankungen. Spitzen, gerade im Intraday-Bereich, wenn wir auf Minutenbasis traden, haben wir hier häufig dann um 14:30 Uhr doch schon mal den einen oder anderen kräftigen
Ausschlag. Ja, das erstmal zu den wichtigen Terminen, die wir haben. Dann jetzt erstmal der Blick auf die Indizes, dann auf die entsprechenden Devisenpaare, die vielleicht interessant sein können und natürlich auch auf den einen oder anderen Einzelwert, den wir uns anschauen. Starten möchte ich mit dem DAX, weil ich immer wieder natürlich viele Zuschriften bekomme, dass die meisten natürlich gerade die Indizes traden, besonders gerne natürlich im DAX unterwegs sind. Deswegen habe ich hier jetzt den DAX Future mal aufgemacht. Wir sehen hier ganz gut, dass wir heute doch einen recht schwachen Tag gehabt haben. Es darf auch eigentlich nicht verwundern. Wir haben doch eine sehr schöne Rallye gesehen, die sich hier in zwei starken Schüben abgezeichnet hat. Man kann das sehen, hier der erste Schub hier bis an den 200er heran, das waren so ungefähr 9% und jetzt nochmal der zweite Schub, nochmal so gut 5%. Wir befinden uns hier jetzt in dem Bereich, den wir auch schon häufiger in den letzten Wochen angetestet haben, in dem Bereich zwischen 10.300 und 10.500 Punkte. Das sind immer so Marken, wenn der Markt hier häufig diese Bereiche angelaufen hat, wo man nicht so ganz einfach durchgeht. Das sollte man immer berücksichtigen beim Trading, dass man nicht zu stark dann auf die Long-Seite setzt. Wenn wir jetzt hier zum einen 5-6% ohne Korrektur gemacht haben, zum anderen aber eben auch, wenn wir hier an einen so massiven Widerstand erstmal heranlaufen. Also dürfte jetzt eigentlich nicht verwundern, wenn der Markt hier eine kleine Korrektur hier in diesem Bereich anlegt und wir dann die Chance bekommen, dann aus der Korrektur herauszukommen. Vor allen Dingen, wenn man sich auch die einzelnen Aktien im deutschen Markt anschaut, sieht man auch, dass es heute den einen oder anderen Wert gab, der wie in den letzten Wochen doch sehr zur Schwäche neigte, vor allen Dingen im Bankenbereich, allen voran die Deutsche Bank heute, die erst ein großes Gap gemacht hat und dann doch sehr zur Schwäche neigte. Komme ich dann am Ende auch nochmal zu, wenn wir uns den Trade anschauen. Schauen wir uns den S&P an. Hier haben wir ja vor einigen Tagen schon neue Jahreshochs markiert. Hier kann man auch sehen, aus markttechnischen Gesichtspunkten befinden wir uns hier in einem ganz klaren Aufwärtstrend. Der Markt ist hier wirklich sehr schön nach oben gelaufen. Kann man hier also ganz gut sehen, wie wir hier oben sitzen. Wir sind hier oberhalb des 200er und oberhalb des 50er EMAs. Und das zeigt sich natürlich auch in vielen Einzelaktien, wenn wir jetzt hier das Ganze anschauen. Also es war hier dieser massive Widerstand, von dem ich ja in den letzten Monaten immer wieder gesprochen habe, wo wir erstmal durch mussten. Hier sieht man, wie oft wir diesen Bereich hier angelaufen haben. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, also wirklich enorm oft, und hier haben viele, viele Trader und Händler ihr Geld verloren, immer an diesen Anläufen, wo der Markt dann immer sofort wieder in die Korrektur gegangen ist. Wir sprechen in den Workshops und auch in den Coachings natürlich immer über diese Phasen, dass es dort sehr gefährlich ist zu handeln, dass wir natürlich immer versuchen sollten, in diesen Bereich hinein hoch zu handeln, aber dann hier in diesen Bereichen tatsächlich unsere Positionen schließen sollten. Und jetzt, so seit etwa 2-3 Wochen, sieht man ja, dass der Markt es geschafft hat, hier die alten Hochs rauszunehmen auf Schlusskursbasis über der 2120. Wir haben ja in den letzten Monaten hier auch beim Marktausblick immer wieder über diese Marke gesprochen. Das ist jetzt Vergangenheit. Wir sind jetzt drüber und jetzt haben wir natürlich auch dann die Möglichkeiten, im S&P nach Werten zu schauen, die wirklich saubere Trends aufweisen, und davon gibt es wirklich einige, die jetzt saubere Trends haben. Also da kann man jetzt wirklich sehr gut schauen, einfach welche Werte sind da interessant, wo wollen wir hier vielleicht auf Tag, auf Stunde oder vielleicht auch intraday den einen oder anderen Trade machen. Schauen wir uns den Nasdaq an. Ich nehme mal hier gerade die Zeichnung noch kurz heraus. Das ist noch alles vom vor dem Urlaub. So, da sehen wir auch hier, befinden wir uns jetzt genauso in diesem Bereich, den ich auch vorhin im S&P schon mal gekennzeichnet hatte, so im Hochbereich. Dieses Hoch haben wir aber auch herausgenommen. Das heißt, auch hier kann man sehr schön sehen, dass wir seit Donnerstag hier einen Schlusskurs oberhalb der alten Hochs gemacht haben. Das heißt, wir haben hier viel Stärke im Markt, und wenn der Markt sich hier jetzt halten kann, haben wir gute Chancen, dass es von hier aus auch weitergeht. Was nicht heißt, dass wir hier nicht mal eine Korrektur sehen. Das wäre auch vollkommen normal, dass wir die jetzt zu diesem Zeitpunkt hier auch sehen, denn auch hier kann man sehr schön sehen, dass der Markt hier in zwei starken Schüben nach oben gelaufen ist. Einmal knapp 7% und dieser Schub war sogar noch etwas größer. Das heißt, es
macht jetzt nicht so viel Sinn, jetzt all sein Geld zu nehmen und dann jetzt long in den Markt einzusteigen, sondern sukzessive hier jetzt eine Position aufzubauen, jede Korrektur hier zu nutzen. Solange wir hier einen Trend behalten, auch vor allen Dingen auf Stundenbasis, kann man sich auch ganz gut hier anschauen. Hier die grüne Linie, wie gesagt, ist es hoch gewesen und wir können hier wirklich sehr, sehr schön sehen, wie der Markt hier technisch wirklich einwandfrei nach oben läuft. Wir machen hier immer wieder neue Hochpunkte und was vor allen Dingen wichtig ist, es wechselt sich hier sehr schön absteigende Hochpunkte und steigende Tiefpunkte. Das ist ja genau das, was wir als Markttechniker gerne sehen möchten, wo wir auch immer sagen, das ist im Index häufig nicht ganz so einfach. Aber wie gesagt, auf den großen Trendeinheiten oder Trendgrößen funktioniert das halt viel, viel besser als im Intraday-Bereich in den Indizes. Da handle ich ja viel lieber Aktien, weil es dort häufig viel einfacher ist, dann diese sauberen Trends zu bekommen. Aber wie gesagt, auf den großen, auf Tages- und auf Stundenbasis sehen wir dann häufig wirklich auch hier nach diesen Ausbruchsphasen, dass es hier sehr klar ist, dass wir hier in einem Long-Markt sind, dass es durchaus Sinn macht, jetzt verstärkt in den S&P hineinzugehen, in Aktien aus dem Nasdaq und wer eben Indizes handelt, dann eben entsprechend hier dann die Indizes. Was wir jetzt sehen hier im Nasdaq ist halt eine ganz normale Korrektur jetzt auf Stundenbasis. Wir haben hier den Ausbruch gesehen, eine Umkehrkehr. Also jetzt sehen wir eine kleine Korrektur, vollkommen normal. Das ist für den Intraday-Händler natürlich jetzt wieder die Möglichkeit, nachdem der Markt hier so ein bisschen Luft abgelassen hat, 0,5% zurückgekommen, hier wieder den Einstieg zu suchen. Wie gesagt, auf Tag und Stunde wäre ich hier jetzt auch geneigt, hier zu schauen, okay, stabilisiert sich hier der Markt und dann haben wir hier wirklich gute Chancen auf ein weiterlaufendes Longtrends. Okay, bevor wir jetzt uns gleich die Einzelwerte zu den einzelnen Indizes anschauen, vielleicht nochmal einen Blick auf das ein oder andere Forex-Paar, weil da ja doch der ein oder andere immer ganz gerne auch unterwegs ist im Devisenbereich. Fangen wir vielleicht erstmal mit den entsprechenden Short-Kombinationen an. Da haben wir hier einen schönen Trend, der sich jetzt aber erst in den letzten Wochen hier verstärkt hat. Das kann man auch hier ganz gut sehen, dass hier es gar nicht so einfach war, hier diesen Markt hier zu handeln, weil wir uns sehr, sehr lange in einer Seitwärtsphase befunden haben, hier sehr schön zu sehen. Wir sind erst hier bei der 1,05 Australdollar hier nach unten kommen, sind jetzt wieder stark zurückgelaufen an den 200er. Also ich würde hier diesen Markt sehr gerne von der Short-Seite mir anschauen. Wenn wir jetzt tatsächlich hier nochmal sehen, dass der Markt hier Druck nach unten aufbaut, also dann wäre das so ein typischer Kandidat, den ich dann auch mal auf der größeren Zeiteinheit sehr gerne traden würde. Größere Zeiteinheit heißt bei mir im Devisenmarkt wirklich von der Stunde aufwärts. Ich bin nicht so der Devisenhändler, der sehr, sehr gerne Intraday handelt, sondern eher auf Stundenbasis, auf Tagesbasis. Wir haben ja im letzten Jahr sehr viel darüber gesprochen, über den Euro gegen US-Dollar, den ich wirklich zum Teil über Wochen auf der Short-Seite gehandelt habe. Im Aktienbereich sieht es anders aus, da bin ich eher dann Intraday unterwegs. Kanadischen Dollar gegen den japanischen Yen. Hier haben wir einen sehr starken Abwärtstrend. Den haben wir auch schon das ein oder andere Mal hier besprochen. Es macht hier durchaus Sinn, hier immer wieder Shorts zu nutzen, weil wir können hier wirklich sehr, sehr gut sehen. Zum einen befindet sich das Devisenpaar unter dem 200er EMA. Wir sehen hier auch sehr schön, dass der Markt hier wirklich sehr trendkonform verläuft. Das heißt, wir haben hier zum letzten Mal dann hier Ende Juni ein neues Tief markiert, dann von hier aus wieder in die Korrektur hineingelaufen und hier kann man natürlich jetzt sehr, sehr gut in die nächst kleinere Zeiteinheit gehen. Also wenn man jetzt auf der Stunde agieren würde, dann einfach schauen, okay, wo macht es denn Sinn, jetzt in so einen Trade eventuell hineinzukommen, weil wir befinden uns ja auf Tagesbasis gesehen noch weit vom letzten Tief weg und hier kann man auch auf der Stunde natürlich sehr schön sehen, wie der Markt hier abwärts gerichtet ist. Also auch hier wirklich sehr sauber, wie der Markt hier läuft. Natürlich im Devisenmarkt Korrekturen häufig sehr, sehr groß, also anders als im Aktienmarkt. Ich werde auch immer wieder gefragt, wo ist der größte Unterschied zwischen dem Handel von Devisen
und Aktien, und das sehen wir hier auch ganz klar, die Korrekturen sind wesentlich ausgeprägter im Devisenbereich, als wir das im Aktienbereich haben. Wir sehen im Aktienbereich sehr, sehr selten solche Korrekturen, die hier zu 70-80% der letzten Bewegung stattgefunden haben. Das ist nun wirklich ein riesiger Unterschied, denn im Aktienbereich haben wir Korrekturen, die im Regelfall eher so zwischen 30% und 50% sich bewegen. Wenn die Korrekturen dann größer werden, ist das meistens ein Zeichen dafür, dass der Trend nicht mehr ganz so stark ist. Hier jetzt, wie gesagt, ein neues Tief entstanden. Jetzt hier einmal so eine etwas kürzere Korrektur, die sich hier angedeutet hat. So, und jetzt haben wir hier heute dann auch sehr schön zu sehen in der letzten Stunde wieder ein neues Tief. Also hier macht es auf jeden Fall Sinn, hier an dieses Tief hier heranzugehen, weil wir noch eine gute Chance für einen schönen Stop haben, der auch nicht zu groß ist hier in diesem Bereich. Also von daher, also hier könnte man auf jeden Fall über einen Short in diesem Devisenpaar nachdenken. Vor allen Dingen, was für mich halt immer wichtig ist, ist so diese Kombination, dass ich hier einen sauberen Trend nach unten habe, aber auf der anderen Seite noch ein ganzes Stück hier auf dem Tageschart eben vom letzten Tief entfernt bin, weil das liegt ja etwa bei 76 und wir befinden uns jetzt hier bei 78 etwa. Das heißt, wir haben hier noch massig Luft nach unten. Von daher hier auf jeden Fall noch sehr viel Platz für einen guten Trade. Vor allen Dingen, wenn wir uns das anschauen, wenn wir auch einmal das CRV uns betrachten, was für mich auch immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, dass man mindestens 1:2 immer Chance zum Risiko hat. Wenn man sich das Ganze eben anschaut, da sieht man eben hier auch, dass wir hier, das ist genau falsch rum, wenn wir uns das anschauen hier, dass wir 1:2 haben wir bei etwa 76,70. Das heißt also, das hätten wir noch oberhalb des Tiefs. Also es lohnt sich wirklich dann hier in diesem Bereich dann über einen Trade nachzudenken. Natürlich kann man das Ganze dann auch Intraday umsetzen. Also alles, was sich auf Stundenbasis traden lässt, bietet natürlich auch Chancen im Intraday-Bereich. Das heißt, da müsste man nochmal ein oder zwei Trendgrößen niedriger schalten, um dann einfach zu schauen, okay, wie kann man das Ganze jetzt nochmal nutzen, zum Beispiel nach einem Retest hier der 78,10, ob sich dann der Markt tatsächlich trendkonform hier an dieser Stelle bewegt. Ja, Schweizer Franken gegen japanischen Yen. Auch hier haben wir sehr viel Schwäche in den letzten Wochen und Monaten gesehen. Hier Anfang April hatten wir schon beim großen Marktausblick drüber gesprochen, hier zum Beispiel Short zu gehen, hier in diesem Bereich. Das Devisenpaar ist hier seit mehreren Monaten Short. Auch hier seit dem Punkt, wo wir drüber gesprochen haben, haben wir schon massiv wieder an Wert verloren, haben jetzt in den letzten 4 Wochen doch eine schöne Korrektur gesehen und jetzt sehen wir aber auch, dass es hier wieder doch Richtung Süden eher geht. Das heißt, wenn wir uns hier die Stunde einfach mal anschauen, können wir auch feststellen, dass der Aufwärtstrend hier erst einmal gebrochen ist. Ich zeichne das immer ein, weil es immer ganz wichtig ist, dass man erstmal sieht, was ist denn der vorherrschende Trend auf Tagesbasis eben entsprechend long. Das haben wir gesehen. So, dann haben wir hier wirklich den Bereich, wo wir long sind. Jetzt dreht der Markt und das ist eben wichtig, dass wir jetzt hier die Möglichkeit bekommen, wieder in die Short-Richtung zu traden, weil das ist ja das, was wir auch gerade auf Tagesbasis gesehen haben, dass der Markt hier heruntergekommen ist, hier korrigiert. Und wenn wir jetzt hier die Tiefs hier unten herausnehmen, dann wäre das zum Beispiel ein Punkt, wo ich sagen würde, hier würde ich gerne dann einsteigen, auch auf den größeren Zeiteinheiten oder Trendgrößen, weil die Stops sind hier noch relativ übersichtlich, wenn wir uns das Ganze hier anschauen. Ein Short bei ungefähr 115, da könnte man hier sehr schön bei 106,20 seinen Stop hier setzen und natürlich für alle, die eher intraday unterwegs sind, natürlich dann auf den nächst kleineren Zeiteinheiten. Aber wichtig ist, wie gesagt, die Kombination, dass wir uns das immer anschauen. Wir sind hier in der großen Zeiteinheit auf dem Tageschart ganz klar short gerichtet, haben hier die Korrektur gesehen, hier eingezeichnet auch im Stundenchart und dann von da aus dann jetzt nach unten. Auch hier wichtig, wir sind hier noch ziemlich weit von den Tiefs weg, bei etwa 102. Das heißt, wenn wir hier bei 105 short kommen, haben wir hier ein sehr schönes Chance-Risiko-Verhältnis. Also es gibt schon das ein oder andere Devisenpaar, was ganz gut aussieht, Euro gegen den Austral-Dollar. Da
könnte ich mich jetzt nicht so wirklich für begeistern. Warum? Weil es für mich hier eher seitwärts gerichtet ist. Wir haben hier auf der Unterseite, man kann es hier ganz gut sehen, mehr oder weniger einige Berührungspunkte zwischen 1,45 und 1,43,9. Das Gleiche hatten wir hier auch auf der Oberseite. Wenn wir es uns hier ein bisschen genauer anschauen, da haben wir hier auch einiges an Berührungen gehabt. Und da sieht man, dass der Markt, solange der in so einer Seitwärts-Range ist, macht es nicht wirklich viel Spaß, hier zu traden. Natürlich der ein oder andere, der nur im Minutenchart unterwegs ist oder vielleicht im Tickchart. Klar, da finden wir immer Möglichkeiten, hier aktiv zu sein. Aber für alle die, die jetzt eher auf größere Trends setzen, 5 Minuten, Stunde, da macht es aus meiner Sicht dann doch mehr Sinn, in die Werte hineinzugehen, wo wir wirklich ganz, ganz klare Trends sehen können. Ähnliches Bild hier, auch keine wirkliche Schwäche, die wir sehen. Und wie gesagt, ich bin wirklich dann kein Freund, mich da lange mit aufzuhalten, sondern suche dann wirklich ganz gezielt nach Märkten, wo wir ein klares Bild haben. Auch hier, wir haben hier einen Aufwärtstrend gehabt, ganz klar zu erkennen. Aber wenn wir genau schauen, dieser Aufwärtstrend ist hier an dieser Stelle dann gebrochen worden und es macht aus meiner Sicht dann hier wenig Sinn, hier weiter die Long-Karte zu spielen. Auf der anderen Seite ein richtig fester Trend nach unten. Ja, wir sehen hier, dass der Markt hier herunterkommt tatsächlich. Wir sehen hier ein 1, 2, 3 nach unten. Es ist mir aber noch zu wenig Kraft nach unten, als dass ich hier reingehe. Und das ist einfach der Vorteil des Screenings und auch der Erfahrung, wenn man ein bisschen länger dabei ist, dass man einfach sieht, wie viel Dynamik sollte eigentlich da sein, dass es sich lohnt, hier hineinzugehen. Und dann nehme ich einfach lieber Devisenpaare, wo diese Stärke oder Schwäche da ist, so wie wir es vorhin auch gesehen haben, und nutze das Ganze dann entsprechend für meinen Handel. So, wenn wir jetzt mal diesen Vergleich hier machen, Euro gegen japanischen Yen oder eben hier, das sieht man auf den ersten Blick, dass das hier viel mehr Schwäche zeigt, weil der Markt hier wirklich sehr, sehr sauber nach unten kommt. Man braucht hier einfach nur schauen, die Hochs, die sind hier alle fallend hier im Markt, also kann man wirklich sehr schön sehen. Und warum sollten wir denn unbedingt etwas traden, was schwerer ist? Also es geht auch darum, dass wir möglichst einfache Trades machen, die dann auch meistens profitabler sind, denn wenn viele Händler irgendetwas sehen, ist es natürlich viel einfacher, etwas zu handeln, als wenn wir das alleine sind. Also wenn wir uns in einen Chart eingraben, was ja viele, viele Trader machen. Ich sehe das immer wieder in Coachings, wo man dann so im Minutenchart oder im 5-Minuten-Chart ist und sagt, ja, ich sehe da einen Trend, aber das sieht man eigentlich nicht auf der nächstgrößeren Zeiteinheit, dann hat man sich eigentlich so eingegraben und das große Geld kommt eigentlich gar nicht hier ins Spiel. Aber bei solchen Kombinationen, wie wir das hier zum Beispiel sehen, macht es einfach durchaus Sinn, denn wir sehen hier, wir haben hier fallende Hochpunkte in einem und wir haben hier auch immer fallende Tiefpunkte. Und das sind ja genau die Dinge, die aus markttechnischen Gesichtspunkten hier wirklich wichtig sind, dass der Markt hier sauber wegfällt. Und da brauchen wir jetzt einfach dann wieder nur in den Stundenchart oder von da aus auch wegen meiner in den 10 Minuten, 5 Minuten oder auch wer natürlich auf Minute handelt, dann auch entsprechend tiefer gehen und dann wieder versuchen, aus der Korrektur heraus in einen entsprechenden Trend dann einzusteigen. So, auch hier eher so ein Bild, wir sind hier sehr, sehr seitwärts gelaufen, haben dann hier diese untere Range bei 1,57, 1,56 verlassen. Ist sicherlich eine Möglichkeit, hier auf der Short-Seite aktiv zu werden, weil wir hier wirklich Schwäche sehen hier in diesen Devisenpaaren. Wir haben doch einiges auf der Short-Seite. Ich würde allerdings nicht zu viele Kombinationen jetzt immer mit dem Euro wählen. Auch das ist immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn wir an die Diversifikation denken. Denn wir müssen uns immer überlegen, wenn der Euro dann in die eine oder andere Richtung sehr stark ausschlägt, dann wird das auch mit allen Devisenpaaren natürlich sein, die dann mit dem Euro in Verbindung stehen. Und von daher würde ich immer darauf achten, dass ich jetzt nicht 2, 3 Werte, wenn ich die trade möchte, immer alles in Kombination mit dem Euro habe, sondern immer darauf schauen, okay, gibt es denn nicht vielleicht auch Kombinationen, wie jetzt zum Beispiel hier, die mit dem britischen Pfund dann plötzlich sind. Weil dann können wir auch hier im Devisenmarkt ein bisschen diversifizieren, damit wir einfach auch mal die Chance haben, solche Wanner hier zu erwischen. Und hier sieht man wirklich, dass es gar nicht so schwer war, selbst auf Tagesbasis nicht, diesen Wanner zu erwischen, weil hier ist es ähnlich, wie wir es vorher gegen Euro, gegen japanischen Yen hatten, dass wir hier wirklich ganz klar sehen, dass wir hier einen sauberen Abwärtstrend haben, hier sehr schön
zu sehen, wie der Markt hier wirklich sehr trendkonform, oder kann man im Endeffekt sagen, was man will, selbst auf Tagesbasis hier ein perfekter Move hier herunter. Hier sieht man natürlich, hier gibt es noch einen kleineren Trend, der hier drinnen verlaufen ist. Wenn man den jetzt genutzt hätte fürs Trading, ist natürlich auch, hat man alles richtig gemacht, dann wäre man hier unten dann irgendwann mal rausgeflogen, vielleicht auf diesem Level hier, dann wie gesagt jetzt die Korrektur hier rauf, alles gut, weil wir haben hier die alten Hochs bei der 205, 206 nicht herausgenommen und von da aus jetzt wieder sehr, sehr stark dann die Bewegung nach unten hier auf Tagesbasis, wäre es schon ein Supertrade, der mindestens 1:2 gebracht hätte, wenn wir uns das anschauen, also wer hier am Tief Short gegangen ist und hier oben drauf sehen wir schon mindestens 1:2, wer es Intraday tradet, wie gesagt auf Stunde oder sogar noch niedriger, hat ja noch viel, viel bessere Chancen gehabt. Okay, das vielleicht hier für die Devisenpaare. Erstmal, vielleicht schauen wir uns noch ein paar Einzelaktien an. Wir haben ja ein sehr interessantes Marktumfeld. Wie gesagt, im deutschen Markt sind wir eher marktneutral. Wir befinden uns ja eher so um den 200er EMA herum. Ich lasse hier auch noch mal kurz ein. Haben wir ja gesehen, wir sind hier auf Tagesbasis, Moment, so, hier sehr schön rübergekommen, haben hier aber noch keinen klaren Trend nach oben. Wir sind hier eigentlich immer so in dieser Range noch zwischen 10.500 auf der Oberseite gefangen. Und deswegen fahre ich im Moment, ich habe es auch schon in meiner Facebook-Gruppe heute geschrieben, eher eine marktneutrale Strategie. Das heißt nichts anderes, als dass ich eher stärkere Werte auf der Long-Seite habe. Und da natürlich allen voran alte Bekannte, wie die Adidas-Aktie, die ich ja auch hier schon, ich weiß nicht, glaube ich, jeden Monat mindestens einmal empfohlen habe. Wir haben sie seit Oktober letzten Jahres im Depot sowohl bei kleinen Konten Großtraden gehabt, als auch in den Langfriststrategien, weil dieser Wert einfach so gigantisch stark ist. Man kann es hier wirklich sehr schön sehen. Ich nehme ja auch noch mal kurz die Zeichnung für euch raus. Sieht man wirklich, die Aktie befindet sich auf Jahreshoch und das, obwohl der Index selber noch über 1500 Punkte vom Hoch entfernt ist, und wir laufen hier wirklich seit letzten Herbst hier in einen sehr, sehr starken Markt nach oben. Aufgenommen haben wir den Wert am 1. Oktober, als wir mit kleinen Konten angefangen haben, das war hier gewesen, da war der Wert noch bei 73, jetzt sind wir bei 148, das heißt, er hat sich mehr als verdoppelt in der Zeit, und wenn wir uns das anschauen aus markttechnischen Gesichtspunkten, haben wir hier natürlich wirklich alles das, was wir sehen wollen. Der Wert befindet sich oberhalb des 50ers, oberhalb des 200er EMAs, der läuft wirklich sehr, sehr sauber nach oben, macht regelmäßig neue Hochs. Selbst als wir das Referendum gehabt haben, ist der Markt oder die Aktie nur einmal hier abgetaucht. Hier kann man das sehen, das war, als das Referendum war. Da haben wir einmal Schwäche gesehen und wir waren eine Woche später, haben wir schon wieder neue Hochs gemacht. Also das ist wirklich Stärke. Wenn ihr solche Werte findet, egal ob in Deutschland, in den USA, im Nasdaq, im S&P, im Dow Jones, spielt keine Rolle, die wirklich von einem Hoch aufs nächste rennen und die selbst dann nach solchen Dingen wie das Referendum dann innerhalb es schaffen, innerhalb von einer Woche wieder auf neue Jahreshochs zu laufen, dann sind es einfach Werte, die man immer wieder traden muss. Selbst wenn man hier vielleicht an dem Tag rausgeflogen ist aus dem Trade, da sind sicherlich der ein oder andere auch herausgefallen. Das passiert einfach, aber da muss man einfach die Zähne zusammenbeißen, Mund abwischen und wieder rein. Hier nach der nächsten Korrektur bei 122, 123 konnte man ohne Probleme wieder einsteigen und hat dann wiederum 15-20% hier mitgenommen. Also das wollte ich euch unbedingt zeigen, weil das ist einfach wichtig, dass man einen Blick dafür hat, auch ein Gefühl für die Märkte. Deswegen ist Screening eigentlich eine schöne Sache, denn wenn man die Werte sich regelmäßig anschaut, ich mache das ja auch immer einmal in der Woche, habe das ja über 10 Jahre lang wirklich jeden Montag gemacht, dieses Screening. Deswegen machen wir das ja auch jetzt einmal im Monat auch immer noch gerne auch für Einzelaktien so ein bisschen genauer mal draufschauen auf die Werte, weil dann bekommt ihr wirklich ein Gefühl für den Markt, für die einzelnen Werte, wisst, wie die laufen, und gerade natürlich auch hier im deutschen Markt erkennt man auch das ein oder andere Unternehmen. Es gibt natürlich viele Gründe, warum Adidas so stark ist, nicht zuletzt die EM, die wir gerade hatten. Jetzt steht dann noch die Olympischen Spiele an, als Ausstatter ist natürlich Adidas immer zu solchen
Großereignissen eigentlich immer erste Wahl, was den Handel angeht. Und das kann man halt wirklich für sich nutzen. Und wie gesagt, wir haben es in den letzten Wochen und Monaten nicht nur bei mir im Forum, sondern auch hier immer wieder angesprochen, dass man natürlich solche Werte aufnehmen muss. Andersherum haben wir auch über andere Werte gesprochen, die man eher von der Short-Seite sich anschauen sollte. Da schauen wir uns heute als Musterbeispiel mal die Deutsche Bank an, die sich seit Wochen und Monaten auf dem Abwärtsast befindet. Und da kann man auch wirklich sehen, auch hier sehen wir, wie es nur bergab geht, wie die Aktie hier eigentlich immer weiter fällt. Wir hatten hier das Tief gehabt Anfang Juli, auch heute sehr viel Schwäche. Kommen wir nachher oder können wir auch jetzt gerade vielleicht machen, dass ich euch den Screenshot gerade zeige. War heute Morgen mein erster Trade, den ich gesehen habe. Die Aktie ist heute Morgen Intraday mit einem schönen Gap aufgemacht und da habe ich gedacht, okay, vielleicht schafft die Aktie es jetzt denn tatsächlich nach oben wegzulaufen. Hier kann man das Gap ganz gut sehen. Ich zeichne euch das auch hier einmal kurz ein, damit man sehen kann. Also die Aktie war wirklich sehr, sehr stark hier zur Handelseröffnung, hat bei 12 Euro geschlossen, hat heute Morgen bei der 12,45 aufgemacht, 45 Cent höher. Das waren über 3,5%, die Aktie heute Morgen aufgemacht hat. Und dann sehen wir eigentlich so, gibt es eigentlich immer zwei Möglichkeiten, die eine Aktie dann einschlägt. Theoretisch sogar drei, nämlich dass sie einfach nur noch seitwärts läuft nach einem Gap. Das passiert allerdings eher seltener, sondern es gibt immer diese beiden Varianten. Der Markt läuft entweder oder die Aktie nach der Eröffnung vielleicht eine kleine Korrektur und dann nach oben oder das, was heute passiert ist, die Aktie macht auf und nimmt dann eher die Short-Seite. So, und das kann man hier auch ganz gut sehen. Ich habe auch extra hier gar nicht mal eingeblendet, mit welcher Kontaktgröße, weil das spielt eigentlich keine Rolle, ob er jetzt davon 50 Aktien handelt, 500 oder 5000. Das kann man hier bei so einer Aktie auf jeden Fall auch in jeder Größenordnung, also wenn ihr großes Konto habt, ist es überhaupt kein Problem, sowas zu handeln. Das kann man fast noch besser im US-Markt auch handeln, wegen der zum Teil Ordergebühren. Aber nichtsdestotrotz, ich mag das einfach, solche Werte auch im deutschen Markt zu handeln. Ich handle über 50% meiner Trades in deutschen Aktien, weil ich es einfach so einfach finde, solche Märkte zu handeln, weil deutsche Aktien wirklich sehr, sehr häufig sehr trendkonform unterwegs sind und das kann man hier auch sehr schön sehen. Ich habe mich hier ganz einfach hier am Tief mitnehmen lassen. Dann kommt natürlich immer diese Phase, die für uns Trader natürlich erstmal unangenehm ist, nämlich wir sind eingestoppt worden, wo man sagt, okay, wir wollen hier diesen Trade machen. Ziel für den Trade war ein CRV von 1:2. Was ich haben wollte, hier sieht man, ist das Gap Close wäre hier gewesen, also idealerweise natürlich vorher. Dann, dass ich aus der Position wieder herauskomme. So, jetzt gehen wir in so einen Trade rein. Ich kalkuliere ja, das wissen ja die meisten auch, meine Trades häufig so mit 200, 250 Euro. Und dann läuft das gegen einen. Man war hier 10, 20 Euro im Plus und dann sieht man, wie der Markt hier schön gegen einen läuft, ne? Minus 100, minus 150, minus 200 Euro. Das ist natürlich erstmal wirklich emotional gesehen kein Spaß, weder für einen privaten Trader noch für jemanden, der das 10 oder 20 Jahre macht. Aber es gehört halt einfach mit dazu und ihr werdet am einfachsten damit fertig, wenn ihr nicht andauernd auf eure Werte starrt und schaut, wie viel Gewinn oder wie viel Verlust habt ihr gemacht. Weil das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den viele wirklich machen. Die sitzen dann so wie das Kaninchen vor der Schlange, schauen sich ihre Position an, waren hier knapp im Plus, so jetzt läuft es gegen sie und dann fängt man das große Zittern an und denkt, naja, soll ich jetzt vielleicht hier schon glattstellen, bevor ich hier oben ausgestoppt werde oder so. Ist natürlich vollkommen unsinnig, weil wir haben den Trend ja oder den Trade ja eingegangen, weil wir gesagt haben, okay, wir setzen hier darauf, auf diesen Trend, der da ist, haben den Stop dann auch an einem sogenannten P3 gesetzt. So, und dann kommt der Markt hier herunter, läuft hier dann auf das Vortageshoch auf, auch etwas, was völlig normal ist. In meinem fünftägigen Workshop sprechen wir immer auch über die Macht der Tageslinie. Man sieht es hier wirklich auch sehr eindrucksvoll, wie der Markt hier dann tatsächlich hier an das Vortageshoch heranläuft. Dann sehen wir, wie der Markt hier wieder durchläuft, nach unten, dann nochmal von unten hier heranläuft und dann im nächsten Schub dann hier herunterkommt und dann meine Position bei 1:2 hier
einfach schließt. So, dann ist für mich eigentlich der Trade hier vorbei. Ich habe auch noch ein bisschen geschaut, was gibt es sonst noch so im Markt, und haben wir gesehen, okay, hier ging es dann noch eine Rutsche weiter. Das heißt, hier gab erst das Gap Close. Hier bei der 12 ist dann auch noch ein kleines bisschen weiter gerutscht, bevor es dann hier wieder in die Korrektur ging. Auch das ist dann vollkommen normal, dass in der Korrektur hier dann wieder die Hochpunkte herausgenommen werden. Man weiß auch nie genau, wie weit führt jetzt so eine Korrektur. Ist sehr, sehr unterschiedlich. Wie gesagt, in der starken Bewegung herunter kann man hier wirklich sehr gut sehen. Das ist das, was ich vorhin schon mal angesprochen habe. Die Korrekturen sind im Aktienbereich wesentlich kleiner, als wir das im Devisenbereich haben. Erinnert euch daran, wir haben vorhin Devisenpaare uns angeschaut, 60%, 70%, 80%, manchmal sogar Vollkorrekturen, manchmal sogar, was noch viel ärgerlicher ist, dann über den Hochpunkt hinweg, über den P3, und dann geht es dann die Post ab. Das haben wir hier dann eher seltener. Dann hier sehen wir wieder die Korrektur und von da aus dann wiederum ein 1, 2, 3, was sich hier dann nach unten bildet, was ich dann wieder genutzt habe für einen weiteren Trade. Und auch hier dann, wie vorhin auch, dann mit einem CRV von 1 zu 2 habe ich dann hier die Teilposition geschlossen. Warum Teilposition und nicht komplett? Gibt es zwei Gründe für. Der eine ist, ich habe hier aufgrund des sehr, sehr engen Stops eine doch recht große Position aufbauen können, anders als hier, weil hier war der Stop relativ groß gewesen. Hier ein sehr, sehr kleiner Stop, nur wenige Cent. Wenn die Position sehr groß ist, mache ich das sehr gerne, dass ich dann auch mit Teilverkäufen hier arbeite. Und das zweite Ziel war dann sogar etwas mehr als 1 zu 4. Warum? Weil hier bei der 11,80 das Vortagestief lag. Und das wollte ich natürlich gerne sehen. Warum? Weil hier natürlich sehr viele Sell-Orders liegen. Habt ihr wahrscheinlich auch schon oft gemerkt, wenn ihr vielleicht euren Stop hier an so einer Marke sitzen habt, dass es dann meistens kurz durchrauscht hier an dieser Stelle und dann zurückschlägt. Von daher habe ich dann hier an dieser Stelle den zweiten Trade dann auch geschlossen. Das ist immer das, was wirklich sehr viel Spaß macht, wie gesagt, aber Intraday, ich kann es immer nur wieder betonen, ich mache das, sage das ja nicht nur hier, sondern auch natürlich in meinen Webinaren oder Workshops und Coachings. Man muss immer ganz klar für sich haben, also das einfachste Trading ist immer auf den größeren Zeiteinheiten, hatte höhere Trefferquoten, können das sehr einfach runterskalieren. Je kleiner das Ganze wird, desto mehr Dinge muss man einfach berücksichtigen im Trading. Man kann natürlich alles, was man weiß, so aus der Markttechnik oder Charttechnik, je nachdem welchen Ansatz ihr verfolgt, natürlich in allen Zeiteinheiten nutzen. Nur je weiter man natürlich in den Trendgrößen nach unten geht, je kleiner die Zeiteinheiten werden, die ihr nutzt im Trading, muss euch klar sein, dass ihr einfach viel mehr Dinge zusätzlich benötigt, um einfach zu sehen, okay, ihr wollt profitabel traden, und dann braucht man einfach einiges mehr an Wissen. Das gehört einfach mit zum Trading mit dazu, dass man sich da einfach immer weiter bilden muss, weil, wie gesagt, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, jetzt haben wir zum Beispiel darauf geachtet, dass hier Richtung Gap Close das Ganze gelaufen ist. Wir haben geschaut, okay, es gab Tageslinien, was ist hier mit dem Gap Close und solche Dinge. Das sind so Sachen, die man auf jeden Fall dann im Trading Intraday immer mit berücksichtigen sollte. Okay, dann würde ich sagen, dann schauen wir uns doch vielleicht einfach nochmal ein paar Aktien an. Vielleicht fangen wir nicht gerade bei A an, weil da fangen, glaube ich, immer alle an, wenn sie sich Aktien anschauen. Starten wir einfach mal hier an der Stelle und dann ziehen wir es einfach mal so langsam nach unten. Wenn wir uns hier den ersten Wert hier anschauen und dann einfach mal schauen, okay, lohnt es sich hier einen Einstieg zu machen oder nicht? Markttechnisch gesehen, denke ich, haben wir hier ein ganz klares Bild. Der Markt läuft hier schön nach oben. Gleitende Durchschnitt steigt. Wir haben steigendes Hoch, neues steigendes Hoch, wieder steigendes Hoch. Das heißt also, hier macht es durchaus Sinn, einfach mal zu schauen. Also auch heute viel Stärke gegen den Trend. Also der S&P war ja nicht auf einem neuen Hoch, die Aktie aber schon. Das heißt, es macht hier durchaus Sinn, hier so eine Aktie zu handeln. Vor allen Dingen, wir sehen, es ist ein neues Jahreshoch entstanden, eine Korrektur, und dann macht es natürlich durchaus Sinn, hier einen solchen Wert dann sich anzuschauen. Kleinere Zeiteinheit, und wenn wir uns das dann anschauen, hier war die Korrektur, der Markt läuft hier sehr stark hoch, und seitdem er aus der Korrektur hier herausgekommen ist, kann man es eigentlich sehr schön sehen, hochgelaufen, Korrektur, hochgelaufen, neues Hoch, Korrektur, neues Hoch,
Korrektur. Also genau das, was wir eigentlich suchen, zeigt uns dann dieser Wert. Man kann das alles einzeln durchgehen. Machen wir jetzt auch noch so ein paar Minuten, bevor wir dann gleich zu den Fragen kommen. Wir haben ja beim letzten Mal gesagt, dass wir heute mehr Zeit für eure Fragen lassen, weil wir letztes Mal sehr, sehr viele Fragen hatten, die wir nicht alle beantworten konnten. Aber vielleicht einfach noch mal so ein paar Werte, um zu schauen, wo wir denn hier uns befinden. So, dann hier der nächste Wert. Hier zum Beispiel würde ich nicht so wahnsinnig gerne traden, weil wir sehen zwar hier, dass der Markt hier oder die Aktie hier nach oben zieht. Befindet sich auch oberhalb des 200er EMAs. Was mich persönlich aber in solchen Situationen eigentlich stört, ist, dass wir zwar steigende Hochpunkte hier haben, aber, und das ist für mich immer so ein Punkt, die Korrekturen danach sind wahnsinnig groß. Also wir haben ja vorhin gesagt, dass eigentlich im Aktienmarkt die Korrekturen nicht so groß sein sollten oder auch meistens nicht sind. Und deswegen bevorzuge ich einfach Werte, wo wir das nicht haben, wo einfach ganz klar ist, wir haben hier kurze Korrekturen und dann aber starke Aufwärtsbewegungen. So, hier ganz anderes Bild. Hier sehen wir ganz klar, hier haben wir es schon einmal vorgestellt gehabt, vor einigen Monaten den Wert, als wir aus der Seitwärts-Range ausgebrochen sind. Da waren wir so bei 150, jetzt sind wir bei 177. Wir haben hier kontinuierlich in der Aktie steigende Hochs und steigende Tiefs. Zeichne ich hier auch einmal kurz ein, damit man es hier nochmal sieht. Also wirklich sehr, sehr sauber, wie die Aktie hier auch nach oben läuft. Jetzt wieder am neuen Hoch. Wer jetzt nicht hier den Rücklauf genutzt hat, um hier in den Wert einzusteigen, hat jetzt vielleicht nochmal die Chance heute Morgen für einen solchen Trade hier in dieser Aktie. Also ich finde, was technisch das Ganze angeht, sieht die Aktie sauber aus. Das Einzige, was man immer noch im Kopf haben muss, ist, dass der S&P im Moment nicht dynamisch nach oben läuft, sondern sich im Moment in der Korrektur befindet und ich persönlich wahrscheinlich mir noch ein, zwei Tage Zeit lassen werde. Für den Einstieg vor allen Dingen mache ich das immer, das ist vielleicht auch so ein kleiner Erfahrungstipp am Rande, wenn ihr aus dem Urlaub kommt, eine längere Zeit nicht getradet habt, also ich habe so die Erfahrung gemacht, dass die ersten zwei, drei Tage, manchmal auch die erste Woche, meistens gar nicht so ganz toll laufen. Das liegt einfach, weil man das Feeling gerade nicht so hat für den Markt und ich habe mir einfach angewöhnt, in solchen Phasen, wenn ich aus dem Urlaub komme, wirklich ganz langsam an den Bereich heranzugehen. Wenn ich sonst auch schon mal 4, 5 Positionen gleichzeitig auf habe, mache ich das so dann tatsächlich, dass ich dann immer nur 1 oder 2 Positionen mache, bis ich dann das Gefühl habe, so nach 3, 4 Tagen, ich habe wieder das Feeling für den Markt und dann eröffne ich auch wieder mehr Positionen gleichzeitig. Ja, hier kann man ganz gut sehen, die Aktie befindet sich hier ganz klar in einem sauberen Abwärtstrend, hat allerdings hier bei 41 tatsächlich dann hier sowas wie einen Boden bis jetzt ausgebildet. Das heißt, wir haben hier mehrfach tief, was wir hier ganz klar hier unten auf dem Level sehen können. Der Markt hat es hier wirklich oder die Aktie mehrfach versucht, hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal und hier unten auch noch ein paar Mal hier unten anzulaufen. Was wir allerdings sehen, ist, wir haben hier in den letzten Wochen dann tatsächlich von hier aus gesehen, konsequent fallende Hochpunkte. Das heißt, die Chance ist tatsächlich sehr groß, dass wir hier es schaffen könnten, dann weiter auf der Short-Seite zu agieren, vor allen Dingen, wenn diese Marke auf der Unterseite bricht. Das heißt also, wenn wir hier unten durchgehen, dann haben wir hier wirklich gute Chancen, dass hier weiter Schwäche aufkommt und dann wäre ich auch geneigt, hier weitere Shorts aufzumachen. Jetzt so ganz kurz vor dieser Marke ist das immer so eine Sache, vor allen Dingen, wenn wir uns überlegen, dass wir ja eigentlich in einem Long-Markt stecken. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir uns noch ein, zwei Werte an. Berkshire Hathaways kennt wahrscheinlich auch fast jeder diesen Wert. Ist eigentlich keine Aktie im herkömmlichen Sinne. Warren Buffett verwaltet ja Berkshire Hathaways und es ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Investment, wenn man das langfristig betreibt. Also man hat hier in diesem Wert im Prinzip eine große Diversifikation für den amerikanischen Markt, denn hier sind wirklich sehr, sehr viele gute Werte drin.
Okay, hier sehen wir jetzt nochmal einen Pharma-Wert bzw. einen Biotech-Wert, der jetzt tatsächlich auch mehrere Gaps hat. Und da muss man immer sehr vorsichtig sein beim Traden, denn wir sehen hier, wenn die Quartalszahlen kommen, kann das schon mal heftig sein. Man hat hier einen Schlusskurs bei 370 und nächsten Tag macht er einfach 10% tiefer auf. Auch hier ein Gap von 290 zu Richtung 265 und dann hier das Gleiche auf der Gegenseite. Also solche Titel versuche ich zu vermeiden. Man kann es auch so ein bisschen umgehen, wenn man so verfolgt, wann haben die Unternehmen Quartalszahlen und sowas. Also da wäre ich dann eher ein bisschen vorsichtig. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir einfach mal zu den Fragen. Ich will gerade kurz einen kleinen Schluck Wasser trinken, einen kleinen Moment. So, dann erste Frage, die ich hier sehe. Welchen Broker nutzen Sie? Ich denke, dass die Frage geht an mich. Also Interactive Brokers bin ich seit 2000, also schon nutze das wirklich, also diese Plattform, die Trader Workstation, CapTrader. Ich bin super, super mit zufrieden, also gerade für den amerikanischen Markt und auch im CFD-Bereich wirklich super. Ich kann das einfach immer nur jedem immer wieder sagen, dass ich da nur gute Erfahrungen gemacht habe, sonst würde ich auch diese ganze Webinar-Reihe hier für CapTrader und FXFlat nicht machen, wenn ich selber nicht überzeugt davon wäre, dass es aus meiner Sicht wirklich der ideale Broker für mich und auch für viele andere ist, weil er viele Dinge vereint, die für uns als Kunde einfach wichtig sind. Das ist zum einen sicherlich, dass wir immer eine gute Ausführung bekommen. Ich habe in den ganzen Jahren noch nie Ausführungsprobleme gehabt. Dann ein wichtiger Punkt, der für mich immer da ist, ist einfach diese Erreichbarkeit. Also wenn irgendwas ist und ich rufe bei CapTrader an, es ist immer jemand da, ist immer hilfsbereit. Also das sind wirklich Dinge, die ganz, ganz wichtig sind und dann natürlich so ganz grundlegende Dinge, auf die man als Trader sowieso achten sollte. Wie ist mein Kapital gesichert und sonstige Dinge, sind wir ja auch schon in den verschiedenen Webinaren drauf eingegangen, unter anderem auch hier erfolgreich CFDs handeln oder auch kleine Konten großtraden, welche Merkmale da wirklich wichtig sind für Broker, Software, wie soll man an Trades herangehen, also das ist ganz wichtig. Übrigens für alle, die es interessiert, die vielleicht nicht bei der Webinar-Reihe mit dabei gewesen sind, sowohl kleine Kunden als auch erfolgreich CFDs handeln, was wir auch in Zusammenarbeit hier gemacht haben mit CapTrader und FXFlat, ist jetzt auch als DVD vorhanden. Also wer Interesse daran hat, einfach mal bei mir auf der Webseite vorbeischauen. Okay, was haben wir noch hier? Dieter fragt, welchen ETF verwendest du für den S&P 500? Ich verwende für den S&P 500 keinen ETF. Müsste ich auch nachschauen dann, welcher ETF dafür jetzt ideal ist. Doch, ich glaube, ich habe doch schon mal einen gehandelt. Jetzt muss man, vielleicht weiß der Nelson das, der QQQ ist, glaube ich, der für den Nasdaq. Ja, genau, da steht Wilfried Schwarz, der Spider SPY, genau, da ist er. Den kann man als ETF dann ganz gut als Ersatz nutzen, wenn man nicht den Mini-Future handeln möchte. Mario Fiesel fragt, vielleicht könntest du uns kurz was zu Gold sagen. Also zu Gold kann ich gar nichts sagen, weil ich handle Rohstoffe. Ich habe es, glaube ich, beim letzten Mal hier an dieser Stelle auch schon mal gesagt. Von den ganzen Rohstoffen handle ich eigentlich fast nur Gold und nicht als Trader. Also Gold ist für mich ein reines Investment, was ich zwar handle, langfristig handle und auch nur als physisches Gold. Das heißt, ich fange wirklich an bei 1300 habe ich die erste Position aufgebaut, dann bei 1100 und ich würde weiter bei 900, 700, 500 meine Position einfach immer weiter aufstocken. Ich will es natürlich nicht hoffen, dass es bis da unten hin läuft, aber meine Positionsgrößen im Langfristhandel sind auch dann ohne Stops. Also das ist ein ganz anderes Thema als Trading hier. Ich habe gerade ein halbjähriges Coaching zu diesem Thema gemacht, Langfristhandel, wie man 20% im Jahr in etwa machen kann, haben wir morgen den letzten Teil von. Ist wirklich eine super Sache. Wir haben, wer es interessiert, so ein bisschen von den Zahlen, auf meiner Facebook-Seite habe ich da heute ein bisschen was zu geschrieben. Waren Positionen wie Adidas oder so drin mit über 60% plus. Also das macht wirklich Spaß. Und so verwandelte ich auch Gold. Procter & Gamble, müssen wir gleich gucken, ob wir noch Zeit haben, danach zu schauen.
So, was haben wir noch? Peter fragt, ich bekomme bei Aktien immer diese Meldung, Order abgelehnt. Da müssten wir mal den Nelson fragen. Ich weiß nicht, bist du in der Leitung, Nelson? Ja, ja einfach am besten da mit dem Kundenberater bei CapTrader. Es geht hier um Pattern Day Trade, die Restriktion. Da einfach ganz kurz bei CapTrader kurz anrufen. Okay. Hallo Paul, wo liegt das Limit für das Durchschnittsvolumen bei Aktien bei 4 Millionen? Ich glaube, wir haben da schon mal, glaube ich, im Workshop oder auch, ich glaube, im Workshop drüber gesprochen oder in der Webinar-Reihe. Man kann es nicht so pauschal sagen mit diesen 4 Millionen. Das hängt so ein bisschen von dem Kurs ab, weil ich sag mal, 1 Million Aktien in Amazon haben halt eine andere Bedeutung als bei einer Aktie, die nur 10 Dollar kostet. Ne? Amazon kostet 600 und wenn du jetzt im Vergleich zu einer 10 Dollar Aktie nimmst, deswegen ist das mit diesem Volumen so ein bisschen schwierig. Aber ich sage immer, also wenn ich Aktien auf Minutenbasis handel zur Eröffnung, dann müsste sie mindestens eine Minute in der ersten Minute bis dahin inklusive vorbörslichen Handel mindestens 1 Million Umsatz gehabt haben, eher mehr. Und danach hängt es wirklich stark vom Preis ab. Also das kann man so pauschal nicht sagen, weil dafür sind die Preise einfach zu unterschiedlich in den Werten. Ja? Ich habe gehört, okay, Mario, ich habe zu diesem Pattern Daytrader habe ich einen Link in den Chat reingruppiert. Da steht dann alles Weitere drin. Ja, super. Also Pattern Day muss man einfach darauf achten, hat was damit zu tun, wenn das Konto nicht entsprechend groß ist oder man zu viele Trades gemacht hat, genau. Mario schreibt, Fiesel schreibt noch, ist auch sehr zufrieden mit FXFlat. Ja, sage ich auch, Daumen hoch. Also ist immer wichtig, wenn man einen guten Broker hat. Also das ist, damit darf man sich beim Trading nicht auch noch beschäftigen, weil der Broker ist dafür da, die Trades vernünftig abzusetzen und dann darf man da nicht noch Probleme mit haben. Ne? Alfred sagt oder fragt, wann sollten Market und wann Limit Orders verwandt werden? Puh, ich finde das gar nicht so einfach zu beantworten, weil ich verwende fast immer Limit Orders, entweder Stop Limit oder eben, wenn ich mich im Rücklauf einkaufe, dann ja sowieso Limits. Also von daher bin ich eigentlich ein großer Freund von Limit-Ordern. Market mache ich eigentlich fast immer nur, wenn ich eine Nachricht trade und einfach einen offenen Trade habe, wo ich sage, ich muss da unbedingt rein in diesen Trade, dann mache ich das auch schon mal, dass ich mich Market reinsetze, aber im Regelfall beim Einstieg fast immer irgendwie in Kombination mit einem Limit, Stop-Limit oder so. Wo ich natürlich immer Market rausgehe, ist, wenn ich irgendwo meinen Stop-Loss habe, weil dann habe ich ja keinen Einfluss darauf, dann ist es immer eine Market-Order, Alfred. Ne? Okay. Jörg fragt, wann im Agena Trader ich umstelle auf die neue Version 1.9, wenn die mindestens 2 Wochen gut gelaufen ist. Also ich stelle immer erst um, wenn ich von Kollegen gehört habe, jo, läuft, und ich habe viel Kontakt mit Carsten Berger, der ja auch das ein oder andere Video macht, auch hier Webinare für FXFlat und CapTrader. Wenn der sagt, kannst du nehmen, dann nehme ich das. Bis dahin bleibe ich immer auf der alten Version. Stefan, der EMA 200 ist ja sicherlich ein starker Indikator für die aktuelle Trendrichtung. Gilt das für den Intraday-Handel auch? Also für den Intraday-Handel benutze ich das gar nicht, die gleitenden EMAs. Also wenn ich nochmal einen drin habe, dann dient es mir rein zur Orientierung, ob wir Dynamik im Markt haben oder nicht. Wichtig ist es für mich eigentlich nur in den großen Zeiteinheiten, sprich im Tageschart. Roland fragt, legen Sie längerfristig den Kurs neu auf? Ich denke, das bezieht sich auf den Langfristhandel. Ich habe heute noch in einem Webinar, wo das auch nachgefragt wurde, gesagt, wenn Interesse daran besteht, schreibt mich an, entweder über Facebook eine kurze persönliche Nachricht oder eben per E-Mail oder macht einfach einen Chat bei Facebook auf, wenn ihr dort seid. Und wenn wir genügend Leute zusammenbekommen, würde ich das auch im Herbst sonst nochmal machen. Ich habe es jetzt extra nicht vorher gemacht, weil ich sehr viel im Moment zu tun habe, sehr viel im Trading jetzt die nächsten Wochen auch bin. Aber wenn genügend Nachfrage da ist, würde ich es auch nochmal machen. Okay, Frage, kann jeder der Facebook-Gruppe beitreten? Ja, kann jeder, ist auch relativ einfach. Ihr braucht einfach nur, wenn ihr einen Account bei Facebook habt, dann einfach nur, ich mache es mal gerade auf, damit ihr es sehen könnt,
So, einfach nur oben untersuchen, Markttechnik, erfolgreich handeln eingeben. Da gibt es einmal eine offene Seite von mir, da kann jeder rein, ohne dass man sich anmelden muss für die Gruppe. Da findet ihr so 70% aller Posts, die ich in der geschlossenen Gruppe auch habe. Also da findet man wirklich viele Sachen, und da gibt es eben noch zusätzlich eine geschlossene Gruppe, wo auch schon mal über Trades oder sonstige Dinge diskutiert wird. Die heißt auch Markttechnik erfolgreich handeln, steht allerdings noch dahinter Ausbruchs- und Bewegungshandel. Da müsst ihr einfach kurz beantragen, dass ihr rein wollt, und dann kriegt ihr die Freischaltung, ist kostenfrei, kriegt ihr also alle Dinge dann dort. Weil die Frage auch vorhin schon mal öfter kam, meine Website www.lüdemann-coaching.de, da findet ihr auch alle Videos von mir kostenfrei hier in der Videothek. Braucht euch auch einfach nur hier anzumelden, und alle 14 Tage gibt es da auch ein Newsletter. Jetzt aber genug der Geschichte. Jetzt schauen wir uns noch die letzten 3, 4, 5 Fragen an, die wir haben. Haben noch 5 Minuten Zeit. Gabriel fragt, was hältst du vom Pair-Trading? Ja, prinzipiell kann man das machen, muss halt eine entsprechende Strategie haben und die am besten auch getestet haben. Also ich bin immer ein Freund davon, alles, was man macht, vorher zu testen, und wenn man dann die Gewissheit hat, das funktioniert, dann sollte man es oder kann man es auch machen. Ich bin kein Freund davon, irgendwas so von heute auf morgen einfach mal nur so zu machen, weil irgendjemand schreibt, das ist gut, weil das führt dann häufig dazu, dass man erstmal vielleicht eine Phase erwischt, die besonders gut ist, dann sagt man, ja, alles toll, und wenn dann mal so eine Korrekturphase kommt, von dem, wo der Markt oder das System nicht funktioniert, dann sagt man, nee, das System ist scheiße oder schlecht, Entschuldigung. Das ist immer das große Problem, weil es funktionieren wirklich extrem viele Systeme im Markt. Ich bin immer wieder überrascht, wenn ich mir Dinge anschaue über einen langen Zeitraum, 2, 3, 4 Jahre, was alles so funktioniert. Sonst wird es ja auch nicht so viele Handelsansätze geben, auch hier sowohl bei FX Flat als auch bei CapTrader. Wenn ihr auch, sind ja auch Kollegen von mir, die ja auch verschiedene Ansätze präsentieren. Wichtig ist, man muss wissen, dass jedes System gute Phasen hat, und jedes System hat auch Phasen, wo es mal nicht so gut läuft, gerade bei diesen Trendfolgesystemen. Und damit muss man umzugehen wissen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man sich darüber im Klaren ist, wenn man startet, und vor allen Dingen das System gut kennt. Und wenn man ein System gut kennt, dann kann man das auch vernünftig durchhandeln. Okay. Dann haben wir noch eine Frage von Alfred. Wird es mal ein eigenes Webinar zum Sechs-Phasen-Modell geben? Alfred, es gibt zum Sechs-Phasen-Modell, hatten wir jetzt vor 4 Wochen einen Workshop gehabt mit dem Carsten Berger zusammen, professionelles Screening mit dem Agena-Trader. Das heißt, wenn du einen Agena-Trader hast, das Ganze wird es ab Ende August auch als DVD geben bei mir im Shop. Ansonsten in Webinar-Form kann man es nicht so einfach machen, weil wir haben braucht eigentlich mindestens 1,5 Tage dafür, um das nicht nur den Inhalt zu verstehen, sondern eben auch das umzusetzen. Das geht nicht nur mit dem Agena-Trader, kann das auch mit einer anderen Handelsplattform machen, aber um so die ganzen Dinge zu verinnerlichen und das dann auch umzusetzen. Dieses Umzusetzen ist einfach ein Faktor, der dauert einfach etwas länger. Wir machen es ja auch im Workshop jetzt im September. Jetzt komme ich, muss ich doch noch mal ein kleines bisschen Werbung machen, weil wir dann auch dieses Sechs-Phasen-Modell sehr, sehr intensiv darauf eingehen, 1,5 Tage lang. Das geht von Samstag bis Montag, wo wir dann über alle Dinge sprechen, über mein gesamtes Trading auf Tag, Stunde, erste Ansätze, Intraday und dieses Sechs-Phasen-Modell, was ich für Screening benutze. Also alle Werte, die ich raussuche, die ich handle, bauen auf das Sechs-Phasen-Modell auf. Und da geht's dann im Workshop im September zu, der auch zum letzten Mal in diesem Jahr dann stattfindet, weil die, ich habe es sonst immer 3-mal im Halbjahr gemacht, aber wie gesagt, in der 2. Jahreshälfte werde ich mich sehr auf mein Trading konzentrieren, und von daher wird es nur noch 2 Workshops in diesem Jahr geben, einmal den 3-tägigen und einmal den 5-tägigen. Vielleicht den Wert jetzt noch, Procter & Gamble, bevor wir das vergessen, das war ja gewünscht. Ah ja, okay. Kannst du nochmal, hast du das Kürzel, Nelson? PG. PG, Moment, machen wir gerade auf, PG. Procter & Gamble, da haben wir ihn. So, ja, ganz klarer Aufwärtstrend momentan, läuft sehr schön nach oben, zum einen über den 200er EMA. Wir sehen aber auch, dass wir hier die gesamte Zeit hier steigende Hochpunkte gehabt haben, haben jetzt eine kleine Korrektur gesehen, gestern bzw. Freitag und heute mit sehr viel Dynamik auf dem Weg zum Hoch hier. Also würde ich auf jeden Fall sagen, guter Wert, macht man nichts verkehrt.
Okay. Haben wir sonst noch Fragen gehabt? Ja, hier unten sind noch zwei, drei zum Schluss. Mario, schaust du dir die COT-Report an? Fragt Michael Schwane. Nein, mache ich gar nicht. Also ich weiß, ein Kollege von mir, der auch markttechnisch unterwegs ist, der wohnt sogar nur einen Steinwurf von mir entfernt. Der schaut da sehr genau drauf. Ich habe mir das mal eine Zeit lang angeschaut. Also ist mir zu viel Interpretation. Ich weiß, es funktioniert, wie viel es funktioniert, aber es ist halt nicht mein Ansatz. Also von daher, ist nicht mein Ding. So, dann jetzt die letzten zwei Fragen, glaube ich. Wie kommt man zu dem Screening-Indikator für den Agena-Trader, den du verwendest? Das ist Bestandteil, Stefan, meines 6-Phasen-Modells. Wie gesagt, ab Mitte, Ende August, ich schätze eher Ende August, wird der gesamte Workshop, den wir im Juni gemacht haben, inklusive aller Einstellungen als DVD-Webinar, online sein. Dann haben wir noch Steve. Hallo Steve, wir kennen uns ja schon aus langer Zeit. Genau, da habe ich schon beantwortet. Ja, zwar für dich hast du schon Genau, da beantwortet, habe ich ja. schon beantwortet. Und dann haben wir Machen noch wir Apple als Genau. letzten Wert noch und dann haben wir es. Wie sieht es bei Apple aus? Müsste gut aussehen. Ich hatte heute nämlich Apple schon mal auf dem Schirm gehabt. Da ist sie. Ich glaube, die ist gegen den Markt sehr stark gewesen heute. Und ich weiß, ach, nicht, warum sie nicht da ist. Ist wahrscheinlich hier oben irgendwo. Dann geben wir sie hier gerade ein. Da ist er. So. So, ist also heute gegen den Trend recht stark, wie wir hier sehen. Ist allerdings auch sehr gebeutelt, die Aktie. Also wenn wir uns das Ganze hier anschauen, wir sind hier wirklich sehr, sehr lange nach unten gefallen. Hier sehen wir auch wirklich das, was wir vorhin auch immer wieder angesprochen haben, dass der Markt hier sehr, sehr stark ist in dem Bereich von 90 bis 93. Also der hat hier x-mal versucht, hier in diesem Bereich aufzusetzen und ist dann von hier aus dann nach oben gelaufen. Es wäre jetzt kein Favorit, wo ich jetzt sagen würde, den müsste ich jetzt unbedingt zur jetzigen Phase schon long traden, wobei wir jetzt natürlich über den 200er drüber hinweggekommen sind, aber das sind wir hier in der Phase auch. Wenn wir rein markttechnisch uns das Ganze anschauen, und ich nehme jetzt einfach mal nur die letzten großen Trends, die hier nach unten gegangen sind, dann sieht das Ganze hier so aus. Hier haben wir ein altes Tief gehabt. So, dann ist der Markt hier raufgelaufen und dann haben wir hier ein neues Tief gehabt. Also alles, was jetzt hier in den letzten Wochen mehr oder weniger passiert ist, ist nur die Korrektur dieser starken Aufwärtsbewegung aus markttechnischer Sicht. Und das würde mich jetzt nicht verleiten lassen, hier auf die Long-Seite zu wechseln, auf die Short-Seite allerdings auch noch nicht, weil dafür ist der Wert einfach zu stark. Denn wir haben hier ein Gap gesehen von über 5% und die Aktie, wie gesagt, läuft auch noch hoch. Also für mich wäre es wirklich ein Wert, aus dem ich mich im Moment raushalte, wo ich auch schon seit einigen Wochen nichts mehr mit zu tun habe. Ich habe Apple im letzten Jahr sehr, sehr viel auf der Long-Seite gehandelt, jetzt aber in der Korrekturphase fast gar nicht mehr. Ich denke, gutes Schlusswort hier an dieser Stelle. Mir hat's wieder viel Spaß gemacht. Vor allen Dingen die Fragen am Ende sind natürlich immer ganz wichtig, damit ihr auch ein bisschen da vielleicht noch ein bisschen von profitiert von Dingen, von denen ihr vielleicht nicht so genau wisst, wie ihr es machen sollt. Bedanke mich auch nochmal an dieser Stelle bei Nelson fürs Zuhören bei euch und freue mich auf nächsten Monat. Ja, vielen Dank, Mario. War natürlich wieder super von dir. Hat mir auch sehr gut gefallen. Ich denke, zeitlich haben wir das auch ganz gut hinbekommen, auch mit den Minuten jetzt für die Fragen. Nächster Termin, 5. September, der erste Montag im September, wieder 18 Uhr. Ich freue mich schon drauf. Wünsche Ihnen allen einen schönen Abend. Dir, Mario, natürlich auch. Wir Vielen hören Dank. uns bestimmt auch die nächsten Tagen. Ja, ansonsten würde ich mich freuen, wir sehen dann nächsten Webinar wieder teilnehmen und bis dahin passen Sie auf Ihre Positionen auf und schönen Abend noch. Tschüss.